Weihnachten ist auch irgendwie ein Gefühl rüberbringen für Kinder, dass sie, wenn die mal erwachsen sind, auch daran denken. Im Dunkeln sieht alles schöner aus. Denn der Weihnachtsmarkt ist ja eine Illusion. Wir verkaufen eine Illusion. Wir verkaufen ein Oh und Ah-Gefühl, das die Leute dann haben sollen, wenn sie den Weihnachtsmarkt besuchen. Und ich glaube, es ist die gesamte Atmosphäre mit dem Verkäufer, mit dem Kerzenlicht, mit den Düften, die dann die Leute herlocken. Ich stelle doch fest, im Weihnachtseinkauf sind die Leute reizüberflutet. Sie werden mit der Musik quasi zugeschüttet. Und wenn wir da eine Kapelle haben, bleibt keiner mehr stehen. Die gehen nur noch vorbei, registrieren das, nehmen den Sound vielleicht noch mit im Ohr und sind weiter. Die Kommerzialisierung der Märkte richtet sich sicherlich nach bestimmten Marktgegebenheiten. Aber manchmal frage ich mich, ob nicht auch Nachfrage künstlich erzeugt wird, ob die Menschen nicht eigentlich wirklich etwas anderes wollen. Also die letzte Saison, die war schon einiges schlechter und diese Saison war im Grunde eine Katastrophe. Weihnachtsmärkte ist was für Seeleute. Glühwein. Echte Glühwein. Oh, mit Brot. Glühwein und Mettwurst. Ja. Warme Mettwurst. Oh, und Schokolade. Gegrillt mit richtiger Senf und Brötchen dazu. Ja. Und heute wir kommen aus Haarlem. Das ist bei uns nicht so eine Tradition wie hier. Weihnachtsmarkt ist ein Phänomen. Häufig uniformierte Stände, ein über die Jahre hinweg kaum wechselndes Angebot, oft drangvolle Enge, nasskaltes Wetter, Hektik. Und doch zieht es Jahr für Jahr die Menschenmassen in die engen Budengassen. Was lockt die Besucher auf den Weihnachtsmarkt? Was macht den Reiz aus? Wozu dieser Rummel um Weihnachtsmärkte? Sind sie wirklich ein sinnentleertes Zeichen unserer Überflussgesellschaft? Dennoch, für viele Besucher sind sie ein Symbol deutscher Gemütlichkeit. Jenseits von Kommerz, Inszenierung und Internationalisierung bieten sie Nischen und faszinieren Kinder wie Erwachsene. Durch Gerüche, wach gewordene Kindheitserinnerungen, weihnachtliche Dekoration. Es gibt auch noch andere Gründe, einen Weihnachtsmarkt zu besuchen. Unsere Reise beginnt in Niederkassel-Mohndorf am Rhein. Wir haben immer schon gesagt, klein, aber fein. Aber er hat an Atmosphäre gewonnen, allerdings auch an Beschickern. Er ist ja auch größer geworden in den letzten Jahren. Ich denke, die seinerzeitige Umstellung auf das gesamte Wochenende war schon eine gute Idee und hat wieder dem Weihnachtsmarkt Mohndorf Auftrieb gegeben. Denn ich denke, es ist auch ein Treffpunkt für die Bevölkerung der einzelnen Ortsteile, die sich oft im Stress der Zeit länger nicht sehen, auf den Weihnachtsmärkten treffen und da einfach gemütlich einen Plausch halten, ihre Einkäufe tätigen und eben etwas essen und trinken. Ich denke, das gehört einfach mit dazu. Der Mohndorfer Markt ist klein und überschaubar, dadurch aber auch gemütlich mit familiärer Atmosphäre. Fast alle 31 Stände sind nicht kommerziell ausgerichtet und eine besondere Rolle spielen die Kinder, sei es in der Musikgruppe oder als Gestalter des Weihnachtsbaumes. In diesem Jahr war dann die katholische Grundschule hier mit involviert und wir haben wenige Tage vor dem Weihnachtsmarkt erst erfahren, dass es wohl eine eher ungewöhnliche Dekoration werden wird. Und waren dann doch sichtlich überrascht über dieses, naja, etwas andere. Erst sehr skeptisch, ich muss sagen, jetzt wo er geschmückt ist. Das Grün mit dem Orange und es ist ein sehr schöner Kontrast geworden. Wir sind an sich jetzt eher angetan, so skeptisch wie wir auch vorher waren. Ne? Ein Stern stand am Himmel, der vor. Verantwortlich für Ausrichtung und Gestaltung des Marktes zeichnet der Ortsring Mohndorf. Der Ortsring ist der Zusammenschluss aller Vereine, ortsansässigen Vereine, die gesagt haben, ihr habt drei Events auszurichten und dazu gehört der Weihnachtsmarkt. Einer dieser Vereine ist der Angelsportverein, dessen Stand jedes Jahr gut besucht ist.
ist so, dass wir eine Bereicherung für den Weihnachtsmarkt sein wollen, dass wir als Vereins, ansässiger Verein hier präsent sind. Ja? Dann auch diese niedrigen Preise, also da können wir nicht von existieren, das ist nicht möglich. Die Ausrichtung auf ortsansässige Vereine, Schulen, Kindergärten und karitative Einrichtungen schafft eine starke Bindung der Mohndorfer an ihren Weihnachtsmarkt. In der Tat ist er ein Ort der Begegnung. Alle helfen ehrenamtlich und nach dem offiziellen Schluss gegen 18 Uhr wird es erst richtig gemütlich. Ja, also wir sind heute sehr zufrieden mit der Resonanz. Wir haben also mit dem letzten Jahr verglichen, ist sicherlich mehr geworden. Also das Konzept, was wir jetzt seit 3 Jahren hier verfolgen, scheint tatsächlich aufzugehen. Wir sind jetzt auf 2 Tage gegangen. Wir haben das Rahmenprogramm dazugenommen und das zieht sehr viele Leute an. Und es scheint sich zu bewähren. Also unser Weihnachtsmarkt lebt. Da sind wir als Ortsring, als Vereine, die da mitwirken, sehr stolz drauf. Wir wollen, dass die Leute sich wohlfühlen und ich sag mal, je mehr Menschen auf dem Platz sind, umso schöner ist es. Ich mache nachher, wenn ich so heiß ist, dann fünfmal wieder mit dem. Mehr als nur Nischencharakter hat das große Zelt von Verkauf, einer Hilfsorganisation für die Dritte Welt. Etwas anders im Ambiente, aber genauso effektiv gibt sich die Hilfe für Iluro, eine Leprastation in Indien. Auf angenehme Art und Weise verbindet sich hier auf dem Markt der gute Zweck mit dem abendlichen Vergnügen für Jung und Alt. Kleiner Weihnachtsmarkt ist, glaube ich, ist das, was hier bei uns lebt. Hier trifft man sich, hier versucht man einfach Freunde, Bekannte, Nachbarn zu treffen in der weihnachtlichen Atmosphäre mit, ja, mit ein bisschen Humor, Spaß dabei. Ich glaube, das ist genau das, was uns ausmacht, so einen Kontrast zu bilden, einfach zu den großen Weihnachtsmärkten, die sehr kommerziell sind, wo man keinen kennt, wo man weit fahren muss. Auf großen, mehrwöchigen Weihnachtsmärkten wie in Essen sieht man das verständlicherweise etwas anders. Es ist also ein, will ich sagen, Gesamtkunstwert, aber es ist ein Ganzes. Wir haben eine Märchenstraße, wir haben die Krippe mit lebenden Tieren, wir haben das Weihnachtsmannhaus, wir haben das Postamt, wir haben Märchenerzähler etc. Wir haben in der anliegenden Kirche eine Krippenausstellung mit Krippen aus allen Nationen. Wir haben Konzerte im Dom, in der anliegenden Kirche und Aufführungen im Weihnachtsmarktbereich, das Europahaus, wo also dann auch dementsprechend Aufführungen, Theaterstücke gibt. Und das Ganze ergibt dann diese Aufenthaltsqualität und den Reiz, nach Essen zu kommen. Zu Weihnachten gehören Krippen, in jeder Form oder Ausführung. Hier in Essen werden die lebensgroßen Figuren jedes Jahr neu ausstaffiert. Besonders attraktiv für Kinder sind die Tiere, die die Krippe lebendig gestalten. Sofort essen oder einpacken? Ich hoffe, es wird alles hier, alles was Sie sehen und alles was wir machen, wird hier vor Ort hergestellt. Das wird alles hier im Betrieb gemacht. Dafür sind wir ein kleiner Handwerksbetrieb hier. Und das ist auch das, was die Leute eigentlich haben wollen und sehen wollen und was uns von vielen anderen Betrieben unterscheidet. Klar. Wobei wir den Baumkuchen auf den Weihnachtsmarkt gestellt. Das ist nur fürs Weihnachtsgeschäft, weil es sich hier wirklich schön handwerklich auch an Tulu sehr gut anfängt beim Kuchen. Der internationale Weihnachtsmarkt Essen besteht seit 1972 und wird von der Essen Marketing GmbH organisiert. Zahlreiche Besucher aus dem In- und Ausland scharen sich um die rund 260 Stände, die um die Gunst der Gäste werben, sei es durch handwerkliche Demonstrationen oder durch ausgefallene Dekoration. Wenn ein handwerkliches Angebot dargestellt wird, wenn es also um Kerzen ziehen, um Silberdraht biegen, wie auch immer geht, wenn es was gibt, was der Kunde dann auf dem Weihnachtsmarkt beobachten kann, das ist dann, die Leute werden dann bevorzugt zugelassen für den Weihnachtsmarkt. So ein Stand, der steht und fällt mit mir im Grunde genommen, wenn ich nicht dabei bin. Also ich könnte sowas nicht in Kommission geben oder so, das geht gar nicht. Also sowas muss ich schon selber machen. Vorführen, den Leuten zeigen, wie das entsteht.
Und da kommen auch jedes Jahr Bestellungen von Leuten, also bestimmte Sachen. Da kommen auch bestimmte Motive, die die Leute haben wollen. Also da kommen auch Leute mal, die, was weiß ich, ein Ferienhaus gemalt haben wollen auf einer Kugel. Das mache ich auch, das ist kein Problem. Oder auch künstlerische Sachen, moderne Sachen. Ich habe schon mal eine Miro-Kugel gemalt und solche Sachen. Also sowas kommt dann schon ab und zu vor. Das macht mir aber auch Spaß, muss ich ehrlich sagen. Das sind Herausforderungen irgendwie. Jetzt diese dann und die Natur. Ist alles Hand gemacht? Ist alles Hand ja, mit, schon mit Maschinen vorgefräst und mit der Hand nachgeschnitzt. Ah, ja. Ja. Ich bin jetzt, glaube ich, das dritte Mal hier innerhalb von 2 Tagen in diesem Laden und jetzt habe ich mir diese kleinen Engelchen ausgesucht. Wir investieren einen großen Geldbetrag in Dekorationen, in Highlights, die wir jedes Jahr versuchen neu zu schaffen. Wir reisen auch durchs Bundesgebiet und wir besuchen Messen. Ich selbst war vor einigen Jahren in New York. Wir holen uns also Anregungen überall her und überlegen, was wir machen können. Es war vor ein paar Jahren, dass wir die Krippe neu gestaltet haben mit großen Figuren, mit lebenden Tieren. Es ist dann die Lichterkrone am Willy-Brandt-Platz initiiert worden. Dann haben wir den blauen Baum, wir haben die große Tanne am Willy-Brandt-Platz. Also wir müssen immer dekoratives Neues haben. Im Neuhochdeutsch sind das so Eyecatcher, die man konstruieren muss, um die Leute auch anzuregen, unseren Markt zu besuchen. Natürlich ganz wichtig, neben den dekorativen Anteilen ist es ein ausgewogenes, schönes Warenangebot zu bekommen. Und ich glaube, das ist uns in Essen hier gelungen. Wir haben 260 Händler mit den verschiedensten Angeboten, mit einem sehr ausgewogenen, schönen Angebot auch. Und das macht eigentlich den Markt aus. Denn sie können noch so viel Dekorationen machen. Wenn sie kein vernünftiges Angebot haben, kommen die Leute nicht. Deshalb die Dekoration in Zusammenarbeit mit diesem wunderschönen Warenangebot, was wir hier haben, das ist eigentlich das Erfolgsrezept. Einen Kontrast zum kommerziellen Rummel bildet das Kerzenziehhaus von Adveniat, einer katholischen Hilfsorganisation für Lateinamerika. Wir machen die Erfahrung, dass immer mehr auch kommen, nicht nur um in Hektik und Stress hier in Essen zu sein, sondern ganz bewusst um diesen Ruhepol, um diesen Ruhepunkt, wenn man so will, auch diesen Ort der Besinnung zu nutzen, denn man braucht ja Zeit. Die Kerze entsteht nicht in 2-3 Minuten. Man kann wiederkommen, man kann die Kerze halbfertig hier lassen zum Erkalten, kommt ein paar Stunden später wieder, macht weiter. Es ist etwas, was sehr, sehr viel mehr auf Weihnachten hinweist und hinzeigt und dementsprechend den Bedürfnissen der Menschen auch ganz offensichtlich entspricht, als so vieles andere, was man mit Weihnachtsmärkten verbindet hat. Zwischen Hektik und Ruhe bleibt genügend Zeit, leiblichen Genüssen zu frönen. Nicht wegzudenken aus dem bunten bis pittoresken Bild sind die kulinarischen Stände. Der Duft von Glühwein und Bratwurst oder auch von ausländischen Spezialitäten dringt durch die Budengassen. Die Verteilung dieser Stände jedoch wird für die Marktmeister häufig zur Gratwanderung. Ja, hier in Essen legen wir besonderen Wert darauf, dass es nicht umkippt zu einem sogenannten Fressmarkt, wenn man das so sagen darf. In Essen haben wir uns eine freiwillige Selbstkontrolle auferlegt. Wir kümmern uns darum, dass also der Foodanteil nicht über 30% geht. Das ist uns bisher gelungen und das möchten wir auch weiter so beibehalten. Also der Renner ist dieses Jahr die Churros, das ist ein spanisches Gebäck, was auch in Fett gebacken wird. Und das ist im Moment trendy und das ist der Renner. Ja, das machen wir auch seit einigen Jahren, kommt aus Spanien, haben wir aus Spanien mitgebracht, auch die Rezeptur und so weiter. Und das läuft bombig. Und man muss auch selbst Trends machen, ja. Der Stand mit den peruanischen Kartoffeln, seit über 20 Jahren im Trend und immer wieder gerne besucht. Die Peruanerinnen werden im November aus Lima eingeflogen und kehren Ende Dezember in ihre Heimat zurück. Einerseits also die Internationalisierung des Angebots und auch der Händler, andererseits ist in den vergangenen Jahren ein regelrechter Weihnachtsmarkttourismus aufgeblüht. Besonders aus den Niederlanden kommen viele Besucher nach Essen und auf andere Märkte.
Der Weihnachtsmarkt ist wie Kirmes ein typisch deutsches Produkt. Es gibt in dieser Form keine Weihnachtsmärkte in Italien, Holland, Belgien oder Dänemark. Und so haben wir also auf deutschen Weihnachtsmärkten hier in Essen, meiner Heimatstadt zum Beispiel, 60.000 Besucher aus den Niederlanden, Benelux. In den letzten Jahren hat man beobachtet, und das sieht man, wenn man auf dem Weihnachtsmarkt läuft und mit den Leuten mal spricht, dass es einen wahren Weihnachtsmarkt-Tourismus gibt. Für die Champions. Für Glühwein. Ist der Glühwein gut? Düsseldorf, Köln, München, ja. Düsseldorf, Aachen, Oldenburg, Bremen, Oberhausen. Omnibusfahrten nach Essen, maar ook naar Düsseldorf en Köln. Gehen auch viele Leute hin. Natürlich, Glühwein. Glühwein, unsere Wurste. Bratwurste, ja. Die Beleuchtung. Essen ist sehr schön. Und wir gehen jedes Jahr nach Düsseldorf. Ja. Aber wir finden Essen sehr schön. Gemütlich. Perfekt. Essen gemütlich. Perfekt. Ja, 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 wirklich. Jedes Jahr wird es besser. So wie wir das erfahren. Ja. Essen ist sehr schön. Jedes Mal gemütlich. Weihnachtsmärkte bieten also eine bunte Vielfalt. Sie sind häufig inszeniert und international, bemühen sich um Attraktionen und lassen auch die leiblichen Bedürfnisse nicht zu kurz kommen. Die berühmte Bratwurst darf einfach nicht fehlen. Andererseits bedienen Weihnachtsmärkte die Vorstellung von Gemütlichkeit. Ein vorweihnachtliches Gefühl kommt auf, das in der eigenen Familie vielleicht schon gar nicht mehr anzutreffen ist. Ein möglicher Grund, in den öffentlichen und dekorativen Bereich auszuweichen. In jenen Tagen erließ Kaiser Augustus den Befehl, alle Bewohner des Reiches in Steuerlisten einzutragen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war. Eine der Hauptattraktionen auf dem Dürener Markt ist das inszenierte Krippenspiel, präsentiert vom Mandolinenclub TC Wandervogel Merken. Dreimal an diesem Wochenende spielen die Darsteller die Weihnachtsgeschichte nach. Insgesamt dauert der Markt fast 5 Wochen und zieht zahlreiche Besucher hauptsächlich aus der näheren Umgebung an. Der älteste Beleg für einen rheinischen Weihnachtsmarkt stammt aus dem Köln der 1830er Jahre. Im 19. Jahrhundert waren ansonsten die vorweihnachtlichen Krammärkte die einzige Möglichkeit, Spielzeug für die Kinder einzukaufen. Die moderne Version kam bundesweit in den 1970er Jahren auf. In vielen Innenstädten entstanden Fußgängerzonen, die die Geschäftsleute und Stadtverwaltungen durch Märkte zu beleben versuchten. Zur gleichen Zeit traten Nikolaus und Weihnachtsmann immer stärker öffentlich in Erscheinung. Kennzeichen dieser Loslösung aus dem privaten Bereich sind auch die elektrischen Lichterketten. Die gelungene Aufführung ist Teil eines komplizierten Musters, das auszufüllen einem Spagat gleicht. Zwischen Kommerz, Erwartungshaltung der Besucher und finanziellem Spielraum die Balance zu finden, ist nicht immer einfach. Ja, das ist das Problem, dass man sich ja irgendwann abnutzt. Die Buden bleiben, da wird auch nicht so viel gewechselt, da gibt es auch nicht viel zu wechseln. Also versucht man ins Programm zu gehen. Und da versucht der eine den anderen zu übertrumpfen. Der eine macht eine lebende Krippe, der andere macht einen Krippenweg. Dann werden Adventskalender gebastelt, oben und unten, Fensterchen geöffnet. Das ufert ziemlich aus, kostet auch viel Geld, aber das ist auch wieder schnelllebig. Ne?
Ja, das ist unsere Stärke. Hier kommen in Düren zum Beispiel, weil wir hier aus dem Raum stammen. Die sind als Eltern schon gefahren, die kommen heute mit den Kindern, so ja, mit Enkelkindern und sagen dann, da bin ich ja als Kind schon drauf gefahren. Ne? Etwa die Hälfte der 41 Stände fällt in die Kategorie Essen und Trinken. Auch hier in Düren bereitet die Zusammenstellung des Angebots Probleme. Ja, sagen wir mal so, mehr als die Hälfte darf Essen und Trinken nicht werden. Da gehört natürlich auch Kaffee oder Süßwaren. Das sind Artikel, die meistens die Schausteller vertreiben. Aber der Händler gehört genauso dazu. Und der muss eben sehen, dass er weihnachtliche Artikel bringt. Aber das ist so ein Gang auf dem Glatteis. Das schafft man nicht immer. Denn man will ja die Buden alle belegt haben. Es soll ein Bild entstehen. Dann macht man auch Kompromisse, dass mal eben Stricksachen da sind oder Duftsachen, die nicht gerade auf Weihnachten getrimmt sind. Aber die passen eben ins Sortiment so zur Hälfte wenigstens. Man muss natürlich vieles sehen. Wir sind nicht vergleichbar mit Köln, Aachen, das sind Großstädte. Und wenn wir hier von Düren sprechen, da sind wir froh, dass wir in einer mittelständischen Stadt sind, mit ca. 100.000 Einwohnern. Und wir bemühen uns natürlich doch, ein Potenzial von auswärts hier in Düren hinzulocken, damit die auch unseren Weihnachtsmarkt besuchen. Und von daher versuchen wir natürlich eben, obwohl es sehr schwierig ist, eine ständige Attraktivitätssteigerung zu schaffen. Den ganzen Weihnachtsmarkt-Look auf einmal zu verändern, ist viel Investition und das Geld ist einfach nicht da. Wir haben hier in Düren den Sternenhimmel vor 6 Jahren aus dem Boden gehoben, Stützen, Ketten gebaut, die müssen jetzt noch abbezahlt werden von einem Kredit. Also müssen wir den jetzt abbezahlen, ehe wir wieder was Nächstes Dekoratives anbringen können. Und da sind die Grenzen eines Weihnachtsmarktes wirklich eng gesteckt. Was ich hier in Düren übrigens sehr schön finde, ist der Lichterhimmel. Das gefällt den Leuten auch, vor allen Dingen abends. Wenn der Sternenhimmel an ist, dann hat das hier einen besonderen Reiz. Dann ist er so heimelig, der Dürener Markt. Die echten Flammen im Kamin der Glühweinhütte sorgen für Gemütlichkeit. Das heiße Getränk fließt in Strömen, drinnen wie auch draußen. Wir waren gerade Fußball gucken und jetzt wollen wir uns meinen Glühwein aufwärmen. Das ist irgendwie so eine Vorstufe zu Weihnachten halt. Das Gemütliche, den Glühwein trinken, lecker, gemütlich zusammenkommen. Nee, ist gemütlich. Ja, also wenn man so über den Weihnachtsmarkt geht, diese süßen Gerüche, die sind halt geblieben. Ja, verändert hat sich ein bisschen mehr vom März als früher. Aber halt eben die Gerüche sind gleich geblieben, von wie man so klein war und so. Doch. Trotz aller Probleme lieben die Dürener ihren Weihnachtsmarkt und besuchen ihn mehrmals. Auch ohne kostspielige Eyecatcher kann ein solcher Markt durch seine familiäre Atmosphäre überzeugen. Letzter Ortswechsel. Waldbröl im Oberbergischen veranstaltet am letzten Novemberwochenende einen Markt mit eigenem Charakter, geprägt von Vereinen, Schulen, Wohlfahrtseinrichtungen. Die rund 150 Stände zeigen eine bunte Mischung, die viele Besucher auch aus der weiteren Umgebung anzieht. Also wir haben etwa ein Drittel professionelle und zwei Drittel nicht professionelle Schulen, Kindergärten, Vereine, Hobbybastler, Hobbykünstler, Leute, die auch ein bisschen selber dazukaufen an Ware. Wir machen das alles ehrenamtlich. Die Kuchen sind also alle von Müttern der Spieler bzw. auch von Spielerfrauen gestiftet worden, halt eben zum Wohle des Vereins. Wir verkaufen in etwa auf so einem Weihnachtsmarkt an die 120 Kuchen, a 12 Stück. Da können Sie ausrechnen, es ist auch eine ganze Menge Arbeit, die da drin steckt. Ist aber für unseren kleinen Verein, wir sind ein kleiner Sportverein mit 5 Jugendmannschaften und 2 Seniorenmannschaften, eine sehr willkommene Einnahmequelle. Weil Sie können sich auch vorstellen, dass auf Sponsorenseite bei so kleinen Vereinen auch so recht wenig los ist. Und so eine Jugendarbeit auch eine ganze Menge Geld kostet. Die Stände der Schulen und Vereine sorgen dafür, dass sich die Waldbröler mit ihrem Weihnachtsmarkt identifizieren können. Ein Teil des Gewinns fließt, wie zum Beispiel bei der Hauptschule, in Partnerschaftsprojekte. 50% geht dann also nach Nicaragua an ein spezielles Projekt. Und ansonsten, der Rest, der fließt dann in die Klassenkasse, in die Schulkasse ein. Das muss für irgendwelche Mittel dann noch, hallo, für irgendwelche Mittel verwendet werden.
Ja, ich denke, dass wir als Verein einfach präsent sind auch hier mit, ne? Und der Reiz ist eben, ja, man kennt hier sehr viele Leute, man ist hier geboren und das eben halt, ne? Dass man einfach mit dabei ist und mitmacht. Ja. Eine und eine. Nee, steht ja nur einmal da. Muss dreimal stehen. Was da für Sprüche drin hängen. Geld, Geld. Es muss dreimal das gleiche Symbol erscheinen und dann gibt es das, was da draufsteht. Rein gut. Gute Ladung. Wir sind gerade am Anfang. Ja. Ja. Ebenfalls trendy sind seit einigen Jahren Fischgerichte, eine willkommene Ergänzung zum Standardangebot, sei es als Backfisch, geräuchert oder als Belag auf einem knackigen Brötchen. Eines der besten Sachen am Weihnachtsmarkt hier. Die Fahrgeschäfte gehören auch in Waldbröl zu den beliebten Attraktionen. Hinter den Kulissen des Marktes gibt es darüber hinaus Außergewöhnliches zu entdecken. Wir haben dann Spülmobile auch hier platziert, die von Vereinen betrieben werden, dass der Händler immer wieder über frisches Material verfügt, was man auch dann dem Publikum wieder sauber anbieten kann. Durch den Einsatz der Spülmobile hat sich der Müllberg von 40 auf 10 Kubikmeter reduziert. Der 1,5-tägige Markt gilt deshalb als besonders umweltfreundlich. Das alleine macht aber nicht die Faszination aus. Und Waldbröl an sich hat wohl irgendwo so ein gewisses Flair. Mhm. Ich weiß nicht genau, worin es besteht, aber vielleicht auch, weil es also origineller ist. Es sind sehr viele Schulen, die sich hier, Vereine, die sich hier engagieren. Und es ist eben nicht so ein professioneller Markt, wie man es sonst eben auf den großen Weihnachtsmärkten antrifft. Gerade hier in der Hochstraße ist ein angenehmes Ambiente. Hier ist immer irgendwas los und wenn was gemacht wird, dann muss man auch hingehen. Nicht in die Ferne schweifen, wir haben auch schöne Sachen hier. Abendlicher Höhepunkt ist der Auftritt des Christkinds, das bereits im dritten Jahr Waldbröl besucht. Man mag es Rahmenprogramm oder Inszenierung nennen. Kinder wie auch Eltern und Großeltern sind begeistert. Tannen zeigen doof und ein Hauch von Heimlichkeiten liegt jetzt in der Luft. Und das Herz wird weit, macht euch jetzt bereit. Bis Weihnachten ist nicht mehr weit. Wunderbar! Das ist ein Applaus wert. Das habt ihr aber schön gemacht. Und ihr seid die Ersten, die das vom Christkind das Herz bekommen. Als Belohnung gibt es ein großes Lebkuchenherz mit der Aufschrift Waldbröler Christkind 2003. Vielen Dank für deinen netten Vortrag. Gestern war ich bei der Eröffnung dabei. Mit dem Bürgermeister und Herrn Gruber. Dann sind wir, haben uns Stände angeguckt, einen Rundgang gemacht, Herzchen verteilt, Kinderaugen leuchteten. Ja, war sehr schön. Weihnachtsmärkte sind meist kommerzialisiert. Sie leben von Dekoration, Inszenierung und Kommunikation, von Atmosphäre und nostalgischer Erlebniswelt. Dem durchgestalten Ambiente entspricht der organisierte Markttourismus. Gleichzeitig bieten die Märkte auch Nischen, sei es für Vereine, Schulen oder karitative Einrichtungen. Und allen gemeinsam ist die Faszination des unmittelbaren Erlebens, der sich selbst die Internetgeneration nicht entziehen kann. Thank you.
Ja.